Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Star Wars The Force Unleashed 2. Ja, wir machen jetzt dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich ein Dankeschön an die coolen Machtnutzer da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch bewertet haben. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Ja, ihr seht, wir befinden uns diesmal auf einem anderen Ort. Wir sind nämlich in der Rebellenbasis. Na gut, das ist jetzt nicht wirklich die Rebellenbasis, aber halt deren Schiff. Und wir wollen natürlich eigentlich Juno befreien, weil die ist in großer Gefahr. Und ihr seht ja schon, irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, der Raum ist komplett verlassen, total alles kaputt. Irgendwas stimmt nicht. Das heißt, das Imperium ist irgendwo hier. Ja, ihr merkt, wir sind nicht alleine. Aber was geht denn bitte schon? Vorsicht, und wir sind zu spät. Also wir wissen ja natürlich, in der letzten Folge hat Darth Vader Boba Fett höchstpersönlich beauftragt, Juno zu finden und um Starkiller zurück in Kamino, also zurück zu Vader zu locken. Und ich glaube, da liegt jemand. Es ist Juno! Wir haben sie gefunden, Leute! Juno! Und ich hoffe, sie ist nicht tot. Okay, verdammt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Bleib da, wo du bist, Juno. Ich komme. Na super, neue Gegner. So, aber die sind ganz richtig leicht zu besiegen. So, ich glaube, das war jetzt nicht der einzige. Oh Gott, Spinnfreunde. Yep, ihr seht, hier sind Spinndruiden. Die haben wir schon bereits in der letzten Folge kennengelernt. Boah, das sind so richtige kleine Viecher. So, ey, ey. Okay, ihr seid aber ganz hier neu. So, hey. Um die zu besiegen, muss man die einfach kurz blitzen, damit dem Lichtschwert so richtig schnell draufhauen. Und dann sind sie tot. Ich wollte den krassen Move machen, aber nee. Der hat geblockt. Okay, wir brauchen irgendwas, um das Tor zu öffnen. So eine Art Batterie. Aber wo könnte die denn sein? Ah, hier ist die. Die braucht man nicht mehr. So, rein ist die schon mal. Und sie ist aktiviert. Sehr schön. Oh Gott. So, komm, verzieht euch. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie die Truppen hier heißen. Das wüsste ich jetzt gerade wirklich nicht. Ich weiß, die haben auch einen speziellen Namen, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie die heißen. Vielleicht imperiale Auftragskiller-Agenten. Kann gut sein. Ich wüsste jetzt wirklich nicht. So, weißt du was? Du fliegst jetzt raus. Auf nie, nimmer Wiedersehen. Haha. Der Arme. So, oh, nicht schon wieder. Diese kleinen Viecher. Okay, da brauchen wir wieder eine Batterie. Und so eine Art Akku. Okay, Moment mal. Jetzt haben wir zwei Türen. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier hin.
Oh fuck, wir sind zu spät. So, oh Gott, und schon wieder Besuch. Da haben wir einmal Juno gefunden und schon ist die weg. Wow, 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 wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass... Wow, Alter. Wenn ich jetzt das... Die eine Seite hier so sehe, haben wir echt einen großen Schaden gemacht. Wow, oh, hey, Victor, ich bin kein Fresschen von euch. Oder was ihr auch immer mit mir macht. Die erinnern mich irgendwie sehr stark an die Face-Sagas von den Aliens. Also von den Alien-Filmreihen. So, ey, ihr seid jetzt aber gefrecht und gemeint. Jetzt nerven die hier. So, ich hoffe jetzt, du bist jetzt der Letzte. So, weißt du was? So, wie schmeckt dir das? Ja, tut weh. Halte durch, Juno. Ich komme. Hey, da ist ja ein Holocron. Da ist irgendetwas. Etwas Großes. Dort gehe ich hin. Oh, fuck. Fuck, was ist das? Was könnte das verursacht haben? Okay, etwas ist da noch was Größeres da draußen, aber was denn? Definitiv bestimmt wieder so ein Druide. Meine Fresse, was hat das Ding denn schnell alles zerstört? Vor allem, das soll ja so groß sein. Wo versteckt er sich? Naja, egal, wir müssen erstmal Juno finden. So, Moment, wir haben jetzt drei von denen. Okay. Interessant. Und wir brauchen ja auch nur eine. Wow, wow, vorsichtig. Ja, ihr seht, es ist nichts mehr stabil. Beziehungsweise einige. Aber ganz ehrlich, ich finde es irgendwie schon sehr, sehr cool, das Level-Design. Also, dass wir so auch das Innere des Schiffes so ein bisschen sehen. Finde ich ziemlich cool. Auch wenn es ein sehr, sehr riesiges, großes Gebiet ist. Aber naja, das Schiff ist ja auch halt riesig. Ich frage mich eigentlich, ist dann Boba Fett hier auch die ganze Zeit diesen Weg gegangen? Okay, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen dann den nehmen. Ah, hier ist wieder so ein Holocron. Ich will es gerne haben. Okay. Der geht aus. Schnell, schnell. So. Das ist meins. Jawohl. Und schwuppdiwupp bin ich hier weg. Wow, oh, 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 Spinnfreunde. Ich hasse Spinnfreunde. Also nichts gegen Spider-Man, aber hier im Star Wars-Universum mag ich keine Spinnruiden. So, wow, ey, Moment mal. Ich wollte schon sagen. Die können nicht zerstört werden, wenn die durch diese Laser durchgeschossen werden. Merkwürdig. Aha, hier sind ja noch mehr.
So, wow, fuck, was bist du denn? Wieder neue Gene. Ach, scheiße, nein! Als ob! Ich habe ja einen Kameraden von mir getötet. Ja, oh Gott, oh Gott. Verdammt, das war irgendwie so klar, dass die hier alle verrecken. Ich muss hier wieder die ganze Drecksarbeit machen. So, was bist du denn für ein Vieh? Tja, auch neue Gegner können mich nicht aufhalten. Genauso gut wie den. Oh, ich, Alter, Alter. So, hör auf damit. So, ab in dir. Ich höre noch Spinnenruinen, oder waren das jetzt hier wirklich die letzten? Ich glaube, das waren jetzt hier wirklich die letzten. So, Moment mal. Ich glaube, wir können wieder ein paar Upgrades kaufen. Genau. So, oh, die Blitz-Upgrades möchte ich noch ein bisschen erweitern. Da haben wir noch gar nichts davon verbessert. So, Griff, Lichtschwertwurf, Rückstoß. Lichtschwertwurf, ja, und den Rest müssen wir wieder sparen. Ja, je mehr stärker wir werden, desto mehr machen wir größeren Schaden. Ah, hier ist ein Holocron. Aha. So leicht würde ich den hier nicht übersehen. Und es geht nach oben. Es ist irgendwie so still hier und es gefällt mir nicht. Aber ganz cool finde ich schon, dass es so eine Art Horror-Szenario ist. Das gefällt mir auch. Weil ich meine, in Star Wars, im Horrorbereich, warum denn nicht? Nein! Kota, Sie sind fort. Gebt den Angriffsbefehl oder ich gehe ohne euch. Schon geschehen. Die Allianz weiß, dass das unsere einzige Chance ist. Die Flotte sammelt sich bei Kamino. Aber weißt du, dass Vader dich zu ihm zurücklockt? Ja, natürlich. Doch er erwartet nicht die gesamte Rebellenflotte. Das denke ich auch. Hoffentlich haben wir recht. Lichtgeschwindigkeit! Oh fuck, was bist du denn für ein Vieh? Schreckensläufer. Okay, du bist das große Vieh, das hier so einen großen Haufen Mist macht. Okay. So, Moment mal. Wir können erstmal den nicht schaden, denn er hat seine Schilde aktiviert. Ja, halt, nee, Starkiller, das war schon... Nein, nein! Mann, Starkiller. Wir müssen mal erstmal hier diese Schächte rausholen. Nein, Starkiller, die Schächte und nicht die Bomben. Aber ich fand das gerade auch total verwirrend, dass Kota auf einmal zwei Sätze auf einmal gesprochen hat. Ja, manchmal ist das so ein bisschen blöd. Und dann versteht man hier rein gar nichts. Okay, ich bin hier. Komm hier. Lecker Fresschen. Lecker. Ja, der mächtige Starkiller will gern gefressen werden. Was sagst du jetzt? So. Schnell. Ja, Kota, ich kann doch nicht alles auf einmal machen. So, jetzt können wir ihn angreifen. Och ne, komm, nicht seine Spinnfreunde.
So, was sagst du jetzt? Oh, nee, weg, weg, runter von mir, ihr kleinen Mistviecher. Alter, der hält ja nicht so viel aus. Das ist ja schon ein bisschen ein schwächerer Gegner als der Gorok. Ah, verdammt. Es war irgendwie so klar, dass man das nicht sofort schnell auf einmal es erledigt. So, und ja, natürlich, noch weitere Gegner kommen. Ja, genau. Wow, oh, scheiße. Oh, nein! Ihr seid so kleine Nervensägen. Ja, ich weiß, Kota. Es wäre echt hilfreich, wenn du mir helfen würdest, weil ein blinder Jedi kann auch kämpfen. Das hast du auch schon in der Arena bewiesen, aber nee, immer der Starkiller muss dir die Drecksarbeit machen, weil ich hier der Mächtigste bin, ne? Immer ich. So, wie viele sind es noch? Ich glaube, das ist jetzt hier wirklich der letzte. Ja, Kota, ich bin nicht taub. Ich bin hier am Arbeiten. Die lassen mir auch wirklich keine Ruhe. So, das sieht auch schon mal gut aus. Oh Gott, runter von mir. Ey. Das war echt merkwürdig. So. Hier. Nein. So, jetzt komme ich wieder. So, diese kleinen Druiden, die sind echt schon hier nervig. So, komm, verzieht euch, ich will nur noch den Großen hier. So, du bist gleich kaputt, was sagst du jetzt? Ey, ach, ey, komm, verzieht euch, ihr kleinen Mistkerl. So. Jetzt komme ich. Okay, egal, jetzt kann ich das selber irgendwie steuern. So, kommt, verzieht euch. Mach mit ihm einen Spaziergang. Ja, ich bin gerade dabei, aber diese... Wow, wow, wow. Ne, ich bleib schön auf dir. Ich reite schön weiter. Halte durch, er gehört jetzt dir. Oh Mann. So, komm her. Und noch einmal. Ich sagte, und noch einmal. Dass man den nicht so genau treffen kann. So, jetzt muss ich den einfach hier in der Mitte ihn steuern, dann ist er kaputt. Tja, das war's wohl mit ihm. Okay, gut. Oh, hat er jetzt seinen Kopf verloren? Das tut mir aber nicht leid. Ist aber meine Fresse. Das ist schon ein gigantisches Ding. Okay, ja, jetzt können wir eigentlich das Gebiet verlassen. Nee, nee, nee. Mann. Ich hasse es immer, wenn Starkiller hier abrutscht. So, oh, ein Lichtschwertkristall, ein Lichtschwertkristall. Sehr schön. Okay, welche Farbe habe ich diesmal? Oh, Moment mal. Zweimal Orange? Und Weiß.
Wie sieht denn eigentlich weiß aus? Okay, sieht schon cool aus, aber irgendwie nicht meins. Also, naja. Nee, ich würde dann lieber jetzt mal die Farbe wechseln wieder. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt wieder blau und diesmal grün. Weil blau-grün sind irgendwie so meine totale Lieblingsfarben. Und das erinnert mich sehr stark an General Grievous. Ach nee, hier geht es wieder zurück. Nee, nee, da will ich ja nicht. Nee, nee, ich will ja weiter. So, okay. Moment mal, ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen, kommt dann eine Zwischensequenz. Ich würde sagen, okay, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter, weil dann folgt dann eigentlich das nächste Level. Aber, ja, dann würde ich dann eigentlich daran dann weitermachen. Also, dann aufhören und dann in der nächsten Folge weitermachen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter, sehen gleich die Zwischensequenz und dann würde ich auch die Folge beenden. Kannst du mich hören? Bist du da? Wie ist die Lage, General? Das Imperium hat uns erwartet, Stark. Wir müssen die Y-Wings starten oder das wird ein kurzer Kampf. Räum das Deck frei, Starkiller. Wir müssen unsere Schiffe rausbringen. Ich kümmere mich um sie, General. Okay, Leute, da sind wir nun. Das nächste Level. Ich riegele den Hangar ab. Schalte diese Enterschiffe aus. Ja, aber das werden wir leider erst in der nächsten Folge machen, denn, wie gesagt, die Folge ist dann nun vorbei. Ich weiß, das geht spannend weiter, aber leider muss ich hier wirklich mal die Folge zu beenden, weil sonst ist die Folge wirklich lang. Ich hoffe, wenigstens die Folge hat euch wieder mal wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst auch gerne mal zeigen durch ein Like oder durch einen netten Kommentar, denn das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und in der nächsten Folge werden wir dann einfach direkt mal weitermachen, wo wir jetzt aufhören. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und ich würde sagen, wir sehen uns das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Star Wars The Force Unleashed 2. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss und natürlich, möge die Macht mit euch sein.